Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu einem Let's Quiz, Let's Play, Spritesing mit You Don't Know Jack 2. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen und dass wir jetzt hier nicht nur auf dem weißen Bildschirm starren, weil gleich geht's los mit der Action. Aber ich hatte vor kurzem ja nochmal mein You Don't Know Jack 1 PlayStation Let's Play hochgeladen, was ich vor vielen Jahren mal für die Patreon-Supporter und Steady-HQ-Supporter dann exklusiv gemacht habe. Und das ist so bei euch angekommen, dass ihr Bock auf mehr hattet. Und jetzt habe ich mir die Collection gekauft auf Steam und auf Deutsch gepatcht. Und wir spielen You Don't Know Jack 2 auf Deutsch. Ich weiß nicht genau, was mich exakt erwartet, aber hoffen wir aufs Beste. Gehen wir rein. 60 Sekunden. Jack? Kriege ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? Ja, ja, gut. Also, Test, Test, Test. Sah ein Knab ein Röslein stehen? Danke. Cookie, wie sieht's mit den Namen aus? Ja, 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 ja. Hallo, meine verehrten Kandidaten. Wie viele von Ihnen darf ich denn heute bei uns begrüßen? Ich bin's heute. E-Beams. Was? Nur ein einziger da? Auch gut. Sagen Sie uns bitte Ihren Namen. Mein Name ist Gregor. Du, Charlie, ich muss mit dir über deinen Internetanschluss reden. Ja. Okay, noch was. Machen wir den 7-Fragen-Quickie oder den 21-Fragen-Marathon? Alter, Marathon ist dran. Wunderbar, das wollte ich nur wissen. 30 Sekunden. Ihr Buchstabe ist das B. B wie Bananenrepublik. Okay. B wie Bertha, habe ich gedacht, aber ich akzeptiere das. Das ganze Blut. Hat ja keine 20 Sekunden. Nein, nein. 20 Sekunden, oh Scheiße. Okay, wenn Sie die Antwort auf eine Frage wissen, drücken Sie Ihre Spielertaste. Wenn nicht, dann nicht. Wenn Sie die Taste aber gedrückt haben, haben Sie für die Antwort nur ein paar Sekunden Zeit. Sonst oh Gott. Verlieren Sie Geld. Kapische? Ich verstehe. Alles klar. Let's do this. 10 Sekunden. Okay, Kinder, alles klar? 9. 8. Desktop 7, wegschalten. Okay. 6. Auf schwarz blenden. Schwarz. 4. Sehr gut. 3. Und wir sind drauf. Für einen sauguten Start in den Tag. World Premiere. In Jellyvision. Ich schreibe in die Comments nochmal, wo man die Patches bekommt, um es auf Deutsch bei Steam zu spielen. Für die Interessierten. Ja. Oh. Aufeinanderprallt. Hallo, wie geht's denn so? Schön, Sie heute bei You Don't Know Jack begrüßen zu dürfen. Wie ich sehe, sind wir beide ganz allein. Das ist doch schön. Dann wollen wir mal loslegen. Auch noch in D-Mark. Okay. Kategorie bitte. Sex und multifunktionales Sinndekor, wenn Cäsar mit Kleopatra als Asterix an nach Deutschland kam. Komm, lass uns mal richtig loslegen hier. Und die Kategorie lautet Sex und multifunktionales Innendekor. Akzeptiere ich. Mark ist unser Angebot für die richtige Antwort. Stellen Sie sich folgende Szene in Ihrem Schlafzimmer vor. Sie haben sich beim Sex mit Ihrem Partner mit Ihrem Ohrring in dessen Nabelring verfangen. Sie greifen nach dem Lichtschalter, stoßen dabei aber Ihre Lavalampe um, die dabei zerbricht. Was könnten Sie mit dem Inhalt der Lavalampe noch anfangen? Ihre Garage in die Luft sprengen, Ihre Wäsche damit waschen, sich die Zähne putzen oder Ihren Küchenboden damit bohnern? Oh, ich würde sagen, schwierig. Mit dem Inhalt der Lavalampe, ne? Das wird ja sehr heiß, deshalb sprengen. Wenn Sie denken, dass wir jetzt einen passenden Soundeffekt einspielen, haben Sie wenigstens damit recht. Oh nein, das war falsch. Dann was bohnen. Und die richtige Antwort lautet... Lavalampen bestehen tatsächlich aus Wachs und Wasser. Sie können also damit bohnen. Aber jetzt sehen Sie erstmal zu, dass Sie mit Ihrem Ohr von dem Nabel wegkommen. Ich dachte, von wegen heiß. Welche Kategorie darf's denn sein? Osterbräuche und Straßenverkehr, Schwiegermütter im Weltall, die dunkle Seite des Gummibärchens. Gummibärchen. Die Frage Nummer zwei.
Und hier die Kategorie. Die dunkle Seite des Gummibärchens. Oh, 3000 Mark. 3000 Mark gibt es für die richtige Antwort. Das darf jetzt nicht falsch sein. Die Gummibärchen und die Weingummis, die Colafläschchen und die Bratensülzen. Und eine Zutat haben sie alle gemeinsam. Gelatine. Und hier die Frage. Wenn Sie Ihren Freunden Gummibärchen kredenzen und die Gelatine dafür selbst herstellen wollen, welche Zutat braucht nicht in Ihren Kochtopf? Tierischer Speichel, Tierhäute, Tierknochen oder tierisches Bindegewebe? Also Tierknochen ist klar für Gelatine. Bindegewebe und Häute würde ich aus... Ich glaube, der Speichel ist es, oder? Tierischer Speichel. Jawohl! Knochen, Häute und Bindegewebe kommen in die Gelatine rein, aber kein Speichel. Außer Ihre Freunde haben es sich mit Ihnen verscherzt. Gummibärchen. Kategorie wählen, bitte. Es gibt ja auch welche ohne Gelatine mittlerweile, ne? Unerzogene Comichelden, die lustigen Jungs aus der Hanuta-Werbung, Superman und feuchte Träume. Ich will die lustigen Jungs haben. Vorbei, die Frage Nummer 3. Die Kategorie ist diesmal die lustigen Jungs aus der Hanuta-Werbung. Und dafür gibt es 1000 Mark. Aufgepasst, es geht los. Angenommen, die Zeitschrift Cosmopolitan bringt einen Artikel mit dem Titel Die drei Musketiere, wo sind sie geblieben? Welcher der folgenden alten Haudegen wird darin nicht vorkommen? Aramis, Athos, Donatello oder Porthos? Okay, es ist ziemlich easy. Aramis, Athos, Porthos sind die Musketiere, aber die Teenage Mutant Ninja Turtles, Donatello. Donatello. Auch nur 1000. Artikel Renaissance-Künstler, wo sind sie geblieben? Und die Antwort wäre, im Grab. Wo sonst? Nicht die Turtles? Dann wählen Sie mal eine Kategorie. Okay, sehr fragwürdige Künstlernamen, Haushaltsgeräte im Weltraum, wenn der Postmann zweimal schreit. Das ist alles super, aber ich will die Künstlernamen. Halleluja, gesegnet sei die Frage 4. Und die Kategorie für diese Frage heißt sehr fragwürdige Künstlernamen. 2000 Merker gibt es für die richtige Antwort. Wie finden Sie eigentlich den... Ach du Schreck, jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein. Wenn Sie mir weiterhelfen können, drücken Sie Ihre Spielertaste und tippen Sie seinen Namen ein. Also, der Typ, den ich meine, ist ein großer Rockstar. Aber rein körperlich ist er eher klein. Tom Cruise ist es nicht. Er hat lange einen Adelstitel als Namen. Jetzt hat er aber einen neuen Namen. Mensch, wie hieß der doch gleich? Prince. Roger Nelson. Okay, hopp jetzt. Tippen Sie die Antwort ein und drücken Sie... Das ist Prince. Roger Nelson? Rogers Nelson? Prince, alias Symbol, alias Tafcap, the artist formerly known as Prince. Man fragt sich unweigerlich, was als nächstes kommt. Logisch wäre ja Tafka Tafcap oder so ähnlich. Du sagst nicht mal den echten Namen von Prince? Welche Kategorie darf sein? Grabschänder und Menschen, die mit Pflanzen sprechen. Marihuana und grüne Männchen, Insel, Vögel und Leibesertüchtigung. Ich will die Grabschänder haben. Aha, es ist Rhyme-Time hier bei uns. Rhyme-Time? Und nun heißt es Ritschmalz lechts Oho. Die Kategorie für diese Schnickschnack-Frage? Grabschänder und Menschen, die mit Pflanzen sprechen. Maximal 5000 Mark gibt es bei dieser Schnickschnack-Frage zu gewinnen. Okay. Und denken Sie dran, je schneller Sie die Lösung erraten, desto mehr Geld sacken Sie ein. So, gut Acht geben jetzt. Lassen Sie sich nicht von den Satzzeichen in die Irre führen. Womit reimt sich dieses? Da, ein Grab, meint Bös. Reinsehen! Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Legen Sie los, tippen Sie Ihre Antwort ein und drücken Sie dann die Return-Taste. Da ein Grab, meint bis reinsehen. Sie haben Ihre Taste... Reingehen? Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Habe ich mir gleich gedacht, dass Sie da ein bisschen zu schnell waren. Oh! Hätte es was geholfen, wenn ich Ihnen gesagt hätte, dass die Pflanze ein Röslein ist? Ach, eine Pflanze! Da ein Grab, meint bös reinsehen. Bös meint auf der Heide. Sah ein Knab ein Röslein stehen? Wie soll ich das wissen? Ein Röslein stehen. Tja, manchmal rentiert es sich eben, wenn man sich mit Volksliedern auskennt. Weiter bitte. Fuck. Dann lassen Sie uns mal die Kategorie wissen. Drei Männer und ein Kreissaal, Könige an der Kaffeemaschine, die schnellste Bohne von Mexiko. Frage 6.
die Frage 6. Und die Null muss stehen. Unsere Kategorie. Die schnellste Bohne von Mexiko. Und für die richtige Antwort winken 2000 Merker. So, Biologen und Chili-Liebhaber, aufgepasst. Warum springt die mexikanische Springbohne? Weil ihr schubartig Fäulnisgase entweichen, weil sie einen Wachstumsschub hat, weil sie biostatisch aufgeladen ist oder weil sich in ihr eine Insektenlarve bewegt. Biostatisch, würde ich sagen. Oder Wachstumsschub und Insektenlarve gibt keinen Sinn. Fäulnis. Wir nehmen 3. Nein, die Biostatik gibt es nur bei uns. Und die macht Folgendes. Oh oh. Hier die richtige Antwort. In der Bohne befindet sich die Larve eines Käfers, die sich ruckartig ausstreckt, worauf die Bohne springt. Denken What? Sie daran, wenn Sie sich das nächste Mal ein Chili bestellen. What? Das ist doch Quatsch. Okay, eine Kategorie bitte. Verschollen mit Heino, göttliche Triebtreter, 900 Gramm Menschentorso, bitte. Verschollen mit Heino. Frage 7. Und diese Frage fällt unter die Kategorie Verschollen mit Heino. Okay, allzu schwer wird's nicht. 1000 Mark gibt's für die richtige Antwort. So, dann wollen wir mal sehen, was Sie von den Texten von Schlagerstar Heino noch so alles wissen. Nein, gar nichts. In der dritten Hütte hat er sie geküsst. Und dann? Und dann hat er sich verpisst. Keiner weiß, was dann geschehen ist, bis ihr Herz ganz weich geworden ist. Oder seit der vierten gilt sie als vermisst. Okay, verpisst nein, vermisst nein. Keiner weiß, was geschehen ist. Bis 3. Mein Herz wird auch gleich ganz weich. Oh nein! Sie hätten das nehmen sollen. Nein! Was geschehen ist. Womit dann jeder genau wüsste, was dann geschehen ist. Oh nein! Kategorie bitte! Okay, Baulöwen und die Flucht nach hinten. Deine Tomate, das unbekannte Wesen. Identitätsprobleme im Ententeich. Die Tomate. Hey, hey, aufgewacht, gib gut Acht, Frage 8. Und die Kategorie wäre Deine Tomate, das unbekannte Wesen. Und dafür gibt es 2000 Mark. Dann wollen wir mal. Sie kaufen sich auf dem Markt ein Kilo saftige Tomaten. Wenn die Marktfrau stolz verkündet, die seien aus hydroponischem Anbau, dann sagt ihnen das, dass sie wie angebaut wurden? Ohne Sonnenlicht, ohne Dünger, ohne Erde oder ohne Chemikalien. Hydroponisch würde ich sagen ohne Erde, oder? Das ist doch dann in einem Wassertank? Sie wurden ohne Erde angebaut. Boah. Hydroponisch angebautes Gemüse wird im Wasser gezogen und so schmeckt es dann auch. Ist das positiv? Okay, wählen Sie eine Kategorie. Okay, vielleicht zählt eben doch die Länge. Schwarze Filme und Mittelmeerinseln. Halbnackte Zauberinnen und große Katastrophen. Okay, I gotta get it. Oh, sie wird dich freuen. Die Frage 9. Die Kategorie? Halbnackte Zauberinnen und große Katastrophen. Für die richtige Antwort winken 3000 Mark. So, was haben wir denn hier? Hey, hey, hey. Na gut, mal sehen, wie gut Sie die bezaubernde Genie wirklich kennen. Oh, ich kenne die. Hätte die Serie Bezaubernde Genie in Genies Heimatort gespielt, bei welcher Katastrophe könnte Major Nelson dann gestorben sein? Bei einem Erdbeben in San Francisco, beim großen Brand von Rom, bei einer Eruption des Vesuv oder bei den göttlichen Plagen in Ägypten? Na gut, Genie ist ja nicht aus San Francisco oder aus Italien. Die müsste hier aus Ägypten sein. Ich glaube, Sie werden von der Unfähigkeit geplagt, die richtige Antwort zu tippen. What? Wo kommt sie denn her? Zugegeben, das war wirklich schwer. Aber hätten Sie die Genie nicht immer nur geifernd angegafft, sondern auch mal auf den Text gehört, hätten Sie es wissen können. Genie wurde in Pompeji geboren, das durch einen Ausschnitt wirklich? Zerstört wurde. Also, nächstes Mal nicht immer nur auf den Ausschnitt glotzen. Wo kommt denn ein Flaschengeist aus Pompeji hier? Ich habe den Text beim Text nie zugehört. Der wilde Westen und unappetitliche Tänze, echt männliche Drinks, sie sind überall. Ich habe ja noch genug Fragen, um aufzuholen. Ich muss über null kommen, das ist wichtig. Der Kategorie, sie sind überall. Für die richtige Antwort gibt es 2000 Mark. Also dann, los geht's. Papa Schlumpf reist zum Weltschlumpfkongress der Chefschlümpfe ins Schlumpfstammland Belgien. Wie schlumpfen seine Artgenossen dort? Les Strumpf, Les Smurf, Les Schlumpf oder Les Kobold Bleu? Die Strumpfs sind das. Les Strumpf. Das weiß ich, mit einem Tee irgendwo. Ich weiß nicht, dass der Name für den Export geändert wurde. Okay, Runde 1 ist gegessen. Jetzt wartet Runde 2 mit weiteren 10 Fragen. In Runde 2 verdoppeln wir die Einsätze. Das heißt, es kann mehr Kohle gemacht, aber auch mehr verloren werden. Dann wählen Sie mal eine Kategorie. Okay, große Geister und kleine Gehirne, drollige und nicht ganz so drollige Knirpse. Wo geht's hier bitte in die Hölle? Drollige Knirpse. Und hier unsere Kategorie.
Drollige und nicht ganz so drollige Knirpse. Und da es nicht allzu leicht wird, gibt es 6000 Mark für die richtige Antwort. Erinnern Sie sich an den Film Gremlins, kleine Monster? Also ja. Der ersten Gremlin-Film? Den habe ich im Regal. Sie sind selbst ein Gremlin und wollen sich ein Video ausleihen. Welchen Film meiden Sie, weil er böse Erinnerungen in Ihnen weckt? Aladdin, die Blutfaust des Hexenschänders, Independence Day oder Schneewittchen und die sieben Zwerge? What? Gremlin nach Mitternacht? Essen? Schneewittchen, essen, essen, essen. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ja! Den wollen Sie nicht mehr sehen, weil Sie damals im Kino bei diesem Film zusammen mit Ihren Mitgremlins in die Luft gejagt wurden. Ist es das? Kategorie, bitte. Ich dachte, weil Schneewittchen nach Mitternacht den Apfel gegessen... Es ist egal, es ist richtig. Schlümpfe und die Hitze der Nacht, darüber macht man keine Witze, wenn Monster auf den Hund kommen. Tja, dann muss ich das wohl machen. Wo? Ich war... Shit, ich hätte die 2 gefehlt. Jetzt, wenn Monster auf den Hund kommen. Ich wollte die 2 machen. Für die richtige Antwort. Ich war zu langsam. Bekannt sein dürfte, baute Dr. Frankenstein sein Monster aus diversen Leichenteilen zusammen. Wenn Dr. Frankenstein dem Monster ein Hündchen aus toten Tieren basteln will, was sollte er sich dann besorgen? Lassies Schnauze und Bibos Augen, Rintintins Pfoten und Mr. Eds Zunge, Snoopys Schwanz und Beethovens Ohren oder Babes Zähne und Struppis Fell. Okay, das ist easy, denn Snoopy und Beethoven sind Hunde, Babe ist ein Schwein, Bibo ist ein Vogel und Mr. Ed ist ein Pferd, also 3. Snoopys Schwanz und Beethovens Ohren. Snoopy und Beethoven sind beides Hunde. Und wir freuen uns schon auf den Film Frankensteins Töle. Kategorie wählen, bitte. Okay, wirklich wirksame Diäten, mobile Spiele und 007 Liebesgrüße vom Alchemisten. 007. Frage 13. Die 13. Die Kategorie heißt 007 Liebesgrüße vom Alchemisten. 4000 Merker gibt's für die richtige Antwort. Oberschurke Goldfinger ist außer sich. In einem Interview behauptet James Bond, Goldfingers Opfer seien nicht mit echtem Gold überzogen, sondern nur mit Katzengold. Er sagt, ein besserer Name für Goldfinger wäre was? Sulfurfinger, Quarzfinger, Pyritfinger oder Felsspatfinger? Gott, was ist denn Katzengold nochmal? Ich hätte Pyrit gesagt. Wie viel sind es? 4000? Oh, ich traue... Nee, ich mach Pyrit. Pyritfinger. Ah, oh, ich bin so gut. Das Mineral Pyrit wurde früher oft mit Gold verwechselt. Welche Kategorie darf sein? Sehr alte Frauen in der Werbung, Hunde und italienische Küche, Asterix im Reich der Toten. Sehr alte Frauen in der Werbung. Vielleicht wirst du reich, vielleicht wirst du schön. Durch Frage 14. Die Kategorie für diese Frage lautet sehr alte Frauen in der Werbung. Und diesmal sind 4 Riesen zu holen. Okay, Finger aufs Knöpfchen, hier kommt die Frage. Würde die griechische Sagengestalt Helena heute noch leben, für welche Produkte würde sie, eingedenk ihres Beinamens, vermutlich Werbung machen? Für isotonische Fitnessdrinks, für extra saugfähige Slip-Einlagen, für super günstige Hausratsversicherungen oder für hochwirksame Beauty-Cremes? Leute, Leute, die schönste Frau der Welt. Für hochwirksame Beauty-Creams natürlich. Die schöne Helena würde vermutlich für Beauty-Cremes Werbung machen. Als ob ich das nicht weiß. Garantie. Mit Helenas Troja Fresh werden Männer 10 Jahre um sie kämpfen oder sie kriegen ihr Geld zurück. Welche Kategorie darf's denn sein? Rechts oder links fliegende Milchsäure, wie vermehren sich eigentlich Cornflakes? Hilfe, mein Hund hat Stäuber. Cornflakes. Besser hätten sie es nicht treffen können, denn jetzt spielen wir eine Runde Sekt oder Selters. Oh, das kenne ich noch, ne? Wenn der richtige Begriff kommt. Und hier die Kategorie für diese Sekt- oder Selters-Frage. Wie vermehren sich eigentlich Cornflakes? Okay, gut Acht geben. Ich lese Ihnen jetzt die Namen von 7 Frühstückscerealien vor und ich möchte bei jedem Namen von Ihnen wissen, ist auf der betreffenden Verpackung ein Säugetier abgebildet oder nicht? Zeigt die Verpackung ein Säugetier, dann drücken Sie die Taste. Das sind aber alte Verpackungen. Ist auf der Packung kein Säugetier abgebildet, drücken Sie die 2. Shit, bei Smacks ist es kein Säugetier. Drücken Sie die 4. Die 4, okay. Für jede richtige Antwort gibt es 1000 Mark. Okay. Mit dem falsch oder gar nicht zugeordneten Begriff verlieren Sie einen. Toco Pops ist ein Affe. Toni der Tiger ist die Frosties. 30 Sekunden Zeit. Ich kenne keine Cornflakes mehr. Smacks kenne ich noch, aber es ist ein Frosch. Coco Pops ist ein Säugetier von Smacks. Chombos. Frosties. Honey Nut Loops. Kellogg's Cornflakes. Wenn Sie sich nicht sicher sind, drücken Sie die 4 und wir... Chocos!
Und jetzt der, den Sie übersprungen haben. Kellogg's Cornflakes. Da ist gar nichts drauf, oder? Oder ist da ein Hahn drauf? Was sagt man dazu? Alle sieben und das ohne Zeitprobleme. Aber nicht schlecht, ich habe alle sieben richtig. Okay. Coco Pops. Dann lassen Sie uns mal die Kategorie wissen. Battle, nichts als Battlen, Tischbeine und Bodypiercing, wenn Schlangen zu sehr lieben. Die Tischbeine will ich. Traumhaft weich und angenehm. Herrlich zart wie Erdbeercreme. 16. Wir machen die Kategorie. Tischbeine und Bodypiercing. Akzeptiere ich. Die Antwort bringt 6000 Mark. Sitzen Sie bequem? Dann kann's ja losgehen. Angenommen, Vogue bringt einen Artikel über die Mode in der berüchtigten viktorianischen Ära. Was könnte darin Erwähnung finden? Stirntätowierungen, Brustwarzenpiercing, Polyesterhemden oder Boxershorts? Oh fuck, okay. Viktorianische Ära, Polyester... Nee, Polyester ist doch viel zu... Nein, das ist ziemlich daneben. Okay, gut. Tätowierung? Ein gebildeter Mensch hätte sich dafür entschieden. Wirklich? Gepierste Brustwarzen gab's tatsächlich schon im viktorianischen Zeitalter. Wirklich? Alles schon mal da gewesen. Kategorie bitte? Herz, Schmerz und deutsche Krawatte, große Buchstaben und große Liebe, dicke Männer und Radarfallen, ihr wisst, was ich nehme. Dein Schweiß so kalt, dein Kopf rotiert, dein Dicke Männer und Radarfallen. Dicke Männer und Radarfallen. Und für die richtige Antwort winken 2000 Merker. Okay, bereit? Hier ist die Frage. Buddha gerät in eine Radarfalle. Zum Glück hat er aber seinen alten Führerschein in der Tasche, der noch auf seinen Geburtsnamen ausgestellt ist. Was wird der Polizist zu ihm sagen? Das gibt Punkte in Flensburg, Mahatma. Blas mal in das Röhrchen, Mohammed. Das kostet dich den Lappen, Siddhartha. Oder zeig mal dein Warndreieck, Konfuzius. Siddhartha müsste es sein, ne? Das andere ist ja Quatsch. Das kostet dich den Lappen, Siddhartha. Ah, richtig. Der Begründer des Buddhismus hieß mit bürgerlichem Namen Siddhartha. Er durfte den Führerschein dann doch behalten, als er dem Beamten gedroht hat, er komme im nächsten Leben als Gänseblümchen zur Welt. Okay, eine Kategorie bitte. Familienurlaub und Körperfunktion, alte Männer im Kreißsaal, Hanuta und das Übersinnliche. Hanuta! Und hier die aktuelle Kategorie. Hanuta und das Übersinnliche. Und dafür gibt es 4000 Mark. Wussten Sie, dass Hanuta für Haselnuss-Tafel steht? Ja. Angenommen, ein Hanuta hätte die Kräfte, die Haselnussholz zugeschrieben werden. Was könnte man damit machen? Verborgene Schätze orten, Golfbälle 500 Meter weit schlagen, unterirdische Wasserläufe finden oder nach Verzehr ewig leben. Oh, schwer. Ich würde das mit den Wasserläufen sagen. Man könnte unterirdisches Wasser finden. Oh, richtig. Und das wäre sehr praktisch, um die klebrigen Waffelreste aus dem Mund zu kriegen. Okay, wählen Sie eine Kategorie. Okay, Langschlaf, die Revolution, Menschenhandel und Märchen, her mit den kleinen Universen, Universum. Und die folgende Frage läuft unter der Kategorie... Her mit den kleinen Universen. 2000 Mark ist unser Angebot für die richtige Antwort. Und hier ist die Frage. Sagen wir, Sie sind eine 16-jährige Göre und so groß wie das Universum. Wozu könnten Sie die Milchstraße eingedenk ihrer Form benutzen? Als Gummiball, als Verhütungsmittel, als Sprengseil oder als Wonderbra? Oh, das ist ja vergleichsweise klein. Ich würde sagen Verhütungsmittel, oder? Weil so wie das geformt ist. Die Milchstraße hat die Form einer Spirale. Ach, wegen der Form. Es geht nur um die Form. Aber trotzdem nicht den Gummi vergessen, ja? Suchen Sie sich eine Kategorie aus. Ewiges Eis und Underdogs des Weltalls, Ängste im Mittelalter, Wasserspiele und gehörnte Frauen. Wow, Wahnsinn, Wahnsinn, die Frage Nummer 20. Wir haben's bald. Wir haben's bald. Und hier die Kategorie für diese Frage. Wasserspiele und gehörnte Frauen. Wenn Sie richtig antworten, gibt's 4000 Mark. Okay, scharf nachgedacht. Angenommen, Richard Wagner würde eine Poolparty für seine Rheintöchter schmeißen. Wer wäre nicht eingeladen? Oh Gott. Roshilde, Schwertleite, Voglinde oder Welgunde? Also Voglinde ist der einzige richtige Name hier. Deshalb muss es Voglinde sein. Wie das Schiff in Xenosaga. Nein, also wirklich nicht. Nee? Okay. Ich zeig Ihnen, was ich getippt hätte. Schwertleite. Schwertleite. Haben nichts aufgefallen? Dann sind Sie auch nicht zur Walkürenparty nächste Woche eingeladen. Okay. No idea.
Welche Kategorie darf es denn sein? Wie viele Freunde müsst ihr sein, zusammen ein Widerspruch in sich? Was gibt es bei mir zu kaufen? Nummer 3. Für das Finale. Ui. Jack Attack Time. Wenn Sie zwei Begriffe vor sich sehen, die zusammengehören, drücken Sie Ihren Buchstaben. Für jede richtige Antwort gibt es 2000 Mark. Jede falsche kostet 2000. Macht ihr wirklich Hamburger Straßen und Wahrzeichen? Nicht alles, was richtig scheint, ist auch richtig. Das Wortpaar muss zu dieser Vorgabe passen. Was gibt's bei mir zu kaufen? Okay, dann doch nicht Hamburg. Aber das fand ich ganz gut. Kondens mich. Zigaretten. Ich. Autos. Elchtest? Autos mach ich mal. Nicht? Okay, dann nicht. Schokolade. Schuhe. Auto. Silikon. Füllfederhalter. Shit, das war gerade schon. Ich Mundwasser, Lachs. Möbel vielleicht? Ich weiß es leider nicht. Kompliment, das war eine astreine Leistung. Und hier ist der Endstand. Und das war's. Boah, geil. 27.250 D-Mark. Greifeleistung. Wollen Sie sich kurz hinlegen? Muss doch anstrengend gewesen sein. Ich sag Ihnen was. Jetzt ruhen Sie sich ein bisschen aus und dann sehen wir mal, was wirklich in Ihnen steckt. Beim nächsten Mal in... You don't know Jack! You don't know Greg. Wir hören uns kurz nochmal die Werbung an am Ende und dann erzähle ich noch ein bisschen was. Aber... Okay, ausgezeichnete Show, meine Lieben. Wir fahren die Werbung ab. Und Cookie, wie sieht's hier aus? Sieh einer an, Sie haben's auf die Highscore-Liste geschafft. Und ich bin mir sicher, es besteht nicht der geringste Zusammenhang zu der Tatsache, dass vorher überhaupt niemand auf dieser Liste war. Sagen Sie mir Bescheid, ob Sie nochmal spielen wollen. Dann ließ ich dich auch meine anderen Warzen und Pickel betupfen. Oh, ich kann's kaum erwarten. Ruf mich an. Meine Warzen warten auf dich. Schreiben Sie an http://tamara.warz. Für eine alleinstehende Mutter ist es schwierig, einen Job zu finden, der sich mit der Mutterschaft vereinbaren lässt. Aber die Leute von Nestlemann haben mir geholfen. Nestlemann präsentiert Mamas Stolz. Menschliche Muttermilch von glücklichen Müttern. Ich arbeite gern bei Mamas Stolz, weil ich hier das Gefühl habe, wirklich etwas für die Menschen zu tun. Jeder Käufer von Mamas Stolz ist für mich wie ein eigenes Baby. Wir bieten gute Produkte und gute Jobs für Frauen wie Hiltrud. Und das kommt Ihnen zugute. Mamas Stolz Muttermilch ist natürlich und gesund. Und ich brauche mir keine Gedanken zu machen, ob ich sie meinem Kind geben kann. Denn ich weiß ja, wo sie herkommt. Aus meinem eigenen Körper. Mamas Stolz. Frische, menschliche Muttermilch von glücklichen Müttern. Heute hier bei uns im Domista Center, Star-Gynäkologin Frau Dr. Carla Beiß. Einige Gynäkologen wollen Ihnen immer wieder einreden, Ihre Vagina sei ein Organ, das sich selbst reinigt. Aber als aufgeklärte Frau von heute wissen Sie, Genitalien sind nun einmal etwas Schmutziges. Hygiene tut also Not. Darum gibt es jetzt das neue Domista Vaginal. Domista Vaginal ist eine sanfte und doch kräftig desinfizierende Pflegedusche, die Ihren Genitalien den natürlichen frischen Duft gibt, den sie von sich aus nicht haben. Domista gibt es in den Duftnoten Blumenwiese, Balsam, Amico und Autoduftbäumchen. Domista gegen den Schmutz an und in uns. Balsamico. Sag mal, was hast denn du zu Weihnachten bekommen? Naja, schon wieder so eine ökologisch unbedenkliche Krötblütpuppe. Oh, Backe.
Ich hätte auch gerne mal so eine coole Puppe. Wenn du willst, dann darfst du mal mit meiner Mindy spielen. Du hast eine neue Mindy? Mhm, eine Miami Beach Mindy. Wow, mit Enthaarungscreme für die Bikinizone und echten Mini-Epilierer für die Beinbehaarung? Außerdem habe ich von meiner Oma die frühreife Freundin, die Franny, bekommen. Oh, jetzt mit extra viel Oberweite und ganz knappen Mini-Röckchen. Und noch dazu die Millionär Maike-Puppe. Ja, Millionär Maike hat Mindy und Franny ganz doll lieb und kauft ihnen immer lauter schicke Kleider und teure Autos. Ja, weil Mindy und Franny nämlich so schön sind. Och, ich möchte auch so sein wie Mindy und Franny. Mindy und Franny, Puppen von heute für die Puppen von morgen. Hallo, ich bin's wieder, Tamara. Und diesmal habe ich was ganz Besonderes für dich. Ja, einen kitzelnden, prickelnden, nässenden Fußpilz. What? Schweigen von meinen dicken, aufgequollenen, entzündeten Hühneraugen. Gefüllten Wasserblasen und meinen eingewachsenen Zehennägeln. Oh, und wie meine Füße riechen. Das macht dich heiß, nicht wahr? Ich weiß, du würdest jetzt gerne meine verschwollenen Füße massieren. Nope. Die juckenden Zehen saugen. Nope. http://www.tamara.pilz. Ich warte auf dich. Tamara.pilz. Okay, Leute. Das war aber was, diese Werbung am Ende macht mich fertig. Ein großer Spaß mal wieder. Sehr interessant, dass die hier in der PC-Version noch die D-Mark-Werte haben. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, also in dem Pack waren hier noch Teil 3 und 4. In den Comments habe ich nochmal den Link hingepackt, wo man die Deutsch-Patches bekommt. Ich habe das ganze Paket jetzt für 3 Euro gekriegt, was ja ganz cool ist, wenn man diese Spiele zocken möchte. Ansonsten, ja, schreibt es in die Comments rein, wenn ihr mehr hier davon haben möchtet. 3 und 4 könnten wir noch demnächst mal machen. Ansonsten danke fürs Zuschauen, auch für das Support unter patreon.com/rpgheaven oder steadyhq.com/rpgheaven. Und checkt gerne sonst hier rpgheaven.de aus oder plauschangriff.de, wenn es Podcast-Version gibt. Ich war der Gregor, ich sage danke und habt noch einen schönen Tag. Popoplopster mit der Popoplopst. Bis dann.